So, servus hier, jetzt zum achten Teil am Linzer Schillerpark, da bei der Bildungsstraße. Das ist so ziemlich der älteste Park, den es in Linz gibt. 1824 ist der schon gegründet worden und seitdem besteht er. Jetzt zwar nicht mehr in dieser Form, wie man heute kennt. Der ist nämlich 2012 umgebaut worden. Insgesamt 900 Quadratmeter sind dazugekommen und ein wenig renoviert ist er worden. Ja, und da fahren die Straßenbahnlinien 1 bis 4 auch vorbei, also ist recht gut besucht. Nur, wieso ich diesen auch jetzt zu den dunklen Seiten von Linz zähle, ist, weil man da jetzt auch vermehrt immer mehr hört, dass das ja ein besonderes Publikum in Anführungszeichen ist. Jetzt dabei um 5 Uhr Nachmittag noch nicht so, aber wahrscheinlich dann erst am Abend. Ja, und das wird halt dann in den nächsten, weiß nicht was, eingeführt, haben sie schon gesagt, dass da auch immer zu Streitigkeiten kommt. Jedenfalls ist der Schillerpark noch keine Schutzzone, also so arg dürfte es da eh noch nicht sein, aber es wird schon drüber verhandelt. Ja, sonst ist der Park eigentlich eh schön aufgebaut, großräumig. Da hinten geht es dann gleich zur Landesbibliothek. Da sind schöne Bäume für den Schatten. Auch ein Brunnen und mit Blumen ist er schön ausgekleidet. Ja, und sonst eigentlich eh ein ganz wie ein normaler Park in Linz. Nur halt einer der ältesten oder sogar der älteste in Linz. Ich weiß gar nicht, wie alt der Volksgarten ist, aber die werden so ziemlich gleich sein, glaube ich. Na gut, dann sage ich jetzt schon wieder Servus. Das war's hier von den dunklen Seiten von Linz 8, Schillerpark, Bürgerstraße. Und bis zum nächsten Mal.